Liebe Leute, wir spielen live auf Twitch, wir zeichnen auch für YouTube den silbernen Käfig. Der silberne Käfig, das Szenario vom Season 4 Pass. Wir sind relativ am Anfang im dritten Durchlauf. Boah, ist das anstrengend. Wir spielen mit Hausregeln. Wenn man einmal scheitert, dann nutzen wir nicht die Vorteile von den ersten und zweiten und dritten Versuchen, sondern setzen alles nochmal auf Null und das macht das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller. So, was als nächstes, Leute? Was brauchen wir als nächstes? Silberproduktion. Ich frage mich, wo ist das? Wir sollten uns schon mal vorsorglich, finde ich, auch in die Silbererzproduktion noch mal investieren. Ist das hier fertig? Fundament ist fast fertig. Ich könnte mir gut vorstellen, auf Vorrat noch in die Minenproduktion ja reinzugehen und noch mehr Erz zu produzieren. Weil demnächst kommt die Winter, kommt die Monsunzeit und dann sackt die Produktion immer auf die Hälfte runter. Kann ich mir gut vorstellen. Da, wir fahren einmal rauf. Hier können wir zum Beispiel eine Silbermine bauen. Aber wir haben nicht genug Leute hier. Uns geht es ganz gut. Wir könnten Rum hier hinbringen, Tortillas. Wir setzen einfach noch mehr Leute hier hin. Wir brauchen nur einfache Arbeiter. Holz ist in rauen Mengen da. Naja, komm. Hier runter. Hier runter. Das ist die Kapelle, das ist der Markt. Alles gut. Das ist einfach nur so eine Notfallsiedlung. Mehr brauchen wir hier nicht. Erledigt. Oh, klasse. Sehr schön. Tolle Nachricht hier. Das Reservoir ist fertig. Mehr Arbeitskräfte noch hier. Und hier ziehen hier mehr Leute ein. Das Reservoir ist gerade auf der anderen Insel fertig geworden. Hier bauen wir eine Silbererzmine hin. 45 Arbeitskräfte. Die ziehen vielleicht ein Haus fehlt noch. Setzen wir hier hin. Jetzt haben wir 45, Mine bauen, zack, da bist du. Plus minus null bei den Arbeitskräften hart. Das hat geklappt. So, dann hier vorne ist das Fundament fertig geworden. Ja, bauen bitte. Klasse. Und Bewässerungskapazität bei 10. In der Monsunzeit füllt sich das nachher. Dann bauen wir hier in die obere Richtung hin. Hier lang. Perfekt. Hier hin. Hier hin. Perfekt. Da können wir hier sogar noch. Das wird sich nachher füllen. Noch eine Kautschuk. Es ist natürlich nur eine kleine, aber noch eine Kautschukfarm hier zum Beispiel hinsetzen. Weil wir werden sicher viel Kautschuk brauchen und im Augenblick. Das sind die einzigen Kautschukquellen hier. Ich würde es machen. Ich würde es machen. Verzicht mal auf diese ganze Poncho-Geschichte. Eine Straße hier runter. Ein Lagerhaus hier vorne. Lücken füllen. Prima. Ja, klappt doch. Zauberhaft. Hier werden wir wahrscheinlich gleich ausbauen, deshalb machen wir das mal so. Ach komm, was soll's. Hat
wir haben nicht alles, was wir brauchen an Fläche dafür, aber es ist schon mal ganz gut. Arbeitsplatzeffekte gehen so. Schiffe, check. Ein Schiff hier vorne. Alles okay. Ein Schiff hier hinten, auch alles okay. Immer gucken, wie das mit dem Ziegenfleisch aussieht, dass das Lager nicht vollläuft. Wir schmeißen die Ziegen über Bord. Holen uns nochmal Ziegenfleisch rein. Problem habt ihr eben mitbekommen. So, können wir auch hier machen. Aber machen wir hier nicht. So, wie sieht es sonst aus, Leute? Die ersten 6 Silberbarren sind da. In 22 Minuten kommt ein Schiff und dann hat man noch etwa 5 Minuten Zeit und dann muss man, oder 10, ich glaube 5, dann müssen wir 40 Tonnen Silberbarren abliefern. Die ersten 6 sind da. Wir checken mal bei unserer Liste der einzelnen Zwischenschritte, wo es mangelt. Nee, es läuft alles gut. Überschüsse hier überall. Mist. Überschuss sogar. Klasse, das ist wichtig. Etwas zu wenig Kohle. Da haben wir, glaube ich, große Lagerbestände, aber gut zu wissen. Also Peter geht glatt auf. Etwas zu wenig Rum. Da müssen wir auch dran denken. Zucker ist genug da. Das heißt, wir müssen bei der Rumproduktion... Ja, die hatten, ich glaube, bei der Rumproduktion waren wir bei den Arbeitsplatzeffekten, also bei dem Anpeitschen unserer Leute, ein bisschen runtergegangen, weil das ganz schnell zu Explosionen führen kann. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mal schauen, ob wir die finden. Unsere Brauereien finden. Die waren, hier unten war, glaube ich, eine. Genau. Ich tappe mal durch alle durch. Ja, wir warten wir nur 26%. Das könnten wir hochdrehen, aber es könnte tatsächlich dazu gehen, dass sie sabotiert werden. Ach, wir haben hier 22%. Wir können noch eine schnell bauen. Wir bauen noch eine. Egal wohin. Hier hin zum Beispiel. Kommt noch eine hin und das sollte dann sogar ausreichen. So, wir hatten festgestellt, wir haben genug Mist. Und das bedeutet dann wiederum, dass wir bei der Silberproduktion eventuell noch mehr Ammoniakanlagen bauen könnten. 10 Mist im Insellager, 19 Salpeter. Wir bauen eine dritte. Wir bauen ein weiteres Gebäude hiervon. Davon haben wir, glaube ich, 2, ne? 1, 2. Wir bauen ein drittes. Oh, die Farm hier ist auch gar nicht in der Reichweite einer solchen Anlage. Oh, das war das Falsche, Entschuldigung. Das ist das Richtige, ne? Eine hier links hin. Eine hier hin. Damit das klappt, brauchen wir ein winziges Stück Straße hier. Sonst klappt das nicht. Jetzt funktioniert das. Mist wird abgeholt. Cyanid wird produziert. Fein. Nein, das ist unser dritter Versuch. The Reap. Unser dritter Versuch. JG, nochmal vielen Dank. Fürs 17. Abo an dich. So viele. MMG, Asonori, Zucker, Wolke, Zynismus und all die anderen. Dickes Dankeschön. Auch an Koppi und Tucholsky, Fleischwurstbude. Dokura, Black Panther von eben noch und viele andere mehr. Wir könnten auch mal zwischenzeitlich, die Anregungen kommen gerade im Chat, die Zwischenprodukte alle hier oben einstellen. Das können wir eigentlich machen. Mhm.
Erz ist hier, Zyanit ist da. Mist könnten wir hier mal reinpacken, wenn es geht. Da ist der Mist. Und da ist Cyanid. Was braucht man denn sonst alles hier? Kohle. Ah, wir hatten ein kleines Kohleproblem, ne? Ich glaube, wir hatten etwas zu wenig Kohleproduktion. Aber das Lager war voll, ne? Ne, leert sich. Ach, hier steht angeblich, wird es mehr werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Wo kommt die dramatische Musik her? Hier gibt es nirgendwo keine Warnung. Gibt es irgendwo ein Problem? Hintergrund dieser... Das macht mich total kirre. Ich glaube, das ist... Danke an Stinkstiefel fürs Cheeren. Ich glaube, das ist nur Psychoterror der Entwickler. Ohne Anlass, ohne irgendeine Katastrophe spielen die einfach die dramatische Musik ein, um eins zu hetzen, damit man in Stress kommt. Ich glaube, das ist einfach nur Stress hier. Ich glaube, die wollen uns fertig machen. Zwei Köllereien, wir setzen mal eine dritte. Hin. Ja, das passt doch gut. Die überschneiden sich nicht wirklich, ne? Klasse. Und hier runter. 98% ist okay. Ich setze sogar noch eine vierte in die... Kosten kaum Unterhalt, die brauchen kaum Arbeiter. Also wenn wir das irgendwann mal hätten als Problem, dann hätten wir echt was falsch gemacht. Dann Kautschuk hier unten, alles klar. Ich denke ernsthaft drüber nach, ob wir überhaupt diese Flachsgeschichte hier machen sollen. Ob wir könnten die Farm, auf die Farm hier sogar verzichten. Die stellt hier Flachs her. Bislang haben wir noch kein Flachslager, Leinsamenlager wird voll. Bislang nutzen wir es für nichts. Ich könnte mir sogar vorstellen, hier komplett auf Kautschuk umzustellen. Dass wir die ganze Flachsgeschichte killen einfach. Flachs brauchen wir bislang im Spiel lediglich hier vorne in den Städten für ein bisschen Zufriedenheit. Und das ist bislang kein Muss. Das ist eine reine Zufriedenheitsgeschichte, ja. Ich würde es ganz weglassen. Wir checken mal die Kette bei den Münzen, wird uns im Chat empfohlen. Hier ist Flachs auch nicht dabei. Hier ist halt Kautschuk dabei, genau. Wir stellen die um auf Kautschuk hier. Wir reißen das Tal ja ab. Das kann man nur abreißen, weil das ist keine Farm von einer Hacienda. Da kann man die Produktion nicht umstellen, man kann nur abreißen. Mehr geht gerade nicht. Das scheint mir eigentlich das Beste zu sein. Gehen wir auf Nummer sicher. Hier sind wir schon beim Maximum. Lass die Farm stehen, mach nur die Felder weg. Das geht bei einer Kautschukplantage nicht. Die kann man nicht umstellen. Das ist keine Hacienda-Farm. Das geht nicht. Dschungelschleichigs. Das Gebäude, das ist ja eine normale Farm. Da kann man nur das Zeug herstellen. Die Happy fragt, wie das mit der Erstattung von Baukosten ist und anderem.
Das hängt von den Spieleinstellungen ab. Im freien Spiel kann man sich das so einstellen, wie man möchte. In dem Szenario ist das vorgegeben und hier ist von den Entwicklern vorgegeben, dass man die Hälfte zurückbekommt. An Goldkosten. Ob an Baukosten, weiß ich gerade nicht. Geld ist kein Problem. 12 Silberbarren mittlerweile. Wir schauen uns nochmal die gesamte Produktion an. Vielleicht müssen wir noch ein paar. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr von denen hinstellen hier. Wir haben nur 2. Und die stehen wo? Eine hier. Insellager 7 Silberamalgam, 16 Koks. Wir bauen noch eine. Produktivität ist beim Maximum. Wir setzen noch eine hin. Renoxus, danke fürs 18. Abo. Hi. Wir setzen noch eine irgendwo hin. 80 Arbeitskräfte haben wir dafür. Hier hin. Lagerhaus ausbauen, damit es keine Probleme gibt. Hier kann man gar keine. Nee, hier kann man Relstan. In diesem Szenario kann man nur eine Afienda bauen auf der Hauptinsel, woanders nicht. Normalerweise kann man überall eine bauen. Wie sieht's aus bei der Fischsuppe? Wird überall geliefert. Alle anderen Konsumgüterprobleme beim Rum. Den sollten wir nachbauen. Das ist ja keine Zufriedenheit, sondern ein echtes Bedürfnis. Und dann können wir auch für mehr Leute noch sorgen. Ja, Rum lässt etwas nach. Können noch ein paar Obreros mehr uns holen. Mit etwas mehr Liebe. Kaffee und Melone, dann würden mehr Leute einziehen. Kaffee. Wir warten erstmal ab, bis der Sommer weg ist. Wir leveln vorher mal auf normalem Wege ein paar Menschen auf, ein paar Häuser auf. Und wir hatten festgestellt, ein kleines Problem haben wir bei Rum. Zucker in rauen Mengen, Rum nicht. Eine weitere Brauerei bitte. Sekunden, dann kommt der Jahreszeitenwechsel. Hier bauen wir eine direkt daneben hin. Das wäre möglich. Noch eine Straße hier lang. Rum bitte einstellen. Und jetzt kommt der Jahreszeitenwechsel. Achtung. Genau, Hutmacherei stimmt, Licht an Knipser. Danke für die Erinnerung. Da gibt es ein Problem. Licht, Kaffee klappt, genau. Das ist ein Bug. So, Monsun kommt. Diverse Effekte. Brandgefahr gesenkt. Drastisch. Die Zyanidlagereien laufen jetzt nur noch bei 100%. Die Silbererzminen, ja, die minus 100% können wir austricksen. Das sind diese hier, indem wir hier auf plus 50% gehen, sonst wäre es bei plus minus 0. Jetzt ist die Produktivität, glaube ich, nur noch bei minus 50%. Das heißt, im halben Tempo laufen die jetzt hier noch. Also das hier, die minus 100, wird nach meiner Kenntnis verrechnet mit den plus 50%, die wir hier einstellen. Wird das nicht übernommen? Doch. Muss man das bei jedem Einzelnen machen? Ja, jetzt ist alles gut. Alles okay. Jetzt läuft es im Schneckentempo weiter. Sieger, danke fürs 9. Abo.
Onkel Nico fragt, im Endlosspiel hast du bekommen plus 50 in beider Arbeitskraft in jeder Stufe und du weißt nicht, woher das kommt. Es kommt daher, dass du bei den Einflusspunkten, die siehst du hier links oben, dass du deine Schwelle überschritten hast. Wenn du da drauf klickst, dann gibt es verschiedene Infobildschirme. Da kannst du sehen, dass du da eine Schwelle erreicht hast und damit, und das ist ein Bonus, den man dir deshalb gibt. Entschuldigt, jetzt bleibe ich aber doch weiter hier beim Szenario und beantworte gerne in der Pause noch ein paar Fragen, aber ich will nicht ja irgendwie groß was falsch machen. So, wo steht's hier? Wie sieht's hier aus? 14,5 Minuten, 40 Tonnen, 15 haben wir. Wir haben noch ein bisschen Pause hier vorne noch. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob eventuell noch eine Silberbarrenproduktion Sinn machen würde. Ich glaube, die können wir uns leisten. Wir checken mal alles. Das hier ist das Salpeterwerk. Salpeter haben wir auf Vorrat. Arbeitspensum beim Maximum. Wir könnten auf Nummer sicher gehen. 80 Obreros und könnten noch mehr Salpeter produzieren. Wäre nicht schlimm. Küllereien. Die hatten wir gebaut hier vorne. Die sind noch nicht alle ganz fertig. Wenn die fertig sind, werden wir sehen. Insellager. Ja, wo sind denn unsere Köhlereien? Hier unten. Insellager Kohle ist halbwegs okay. Ammoniak entsteht hier oben. Im Augenblick okay. Silbererz haben wir reichlich auf Vorrat. Da könnten wir sogar welche im Schiff mal zwischenlagern. Neue Befehle? 50 Ziegen über Bord. Das Spiel kennt ihr schon. 50 Ziegen an Bord, bitte. Nee, wir haben bis 125. Dann können wir die Silbererzproduktion weiterlaufen lassen. Nächster Schritt in Cyanid-Laugerei. Das ist die hier. Ja, alles läuft gut. Koksofen sollte auch gut laufen. Wir checken auch im letzten Schritt nochmal die, wie viel Koks da ist in den Silberschmelzhütten. Koks ist genug, wir bauen noch eine. War noch eine Silberschmelzhütte hier vorne hin. Und hoffen, dass das eine gute Idee ist. Jetzt geht man noch richtig Gas auf den letzten Meter. Dünger kann man nur in einer neuen Welt herstellen, Gatsch, genau. Die Münzen kommen später. Die jetzt zu beginnen zu produzieren, wäre Quatsch. Wir checken einmal schnell alle Inseln und alle Schiffe. Hier ist wieder haufenweise, hier können wir wieder Steine abholen. Steuermann. Mit dem Kelch fahren wir einmal rüber zu dieser Insel hier und können hier auch Dinge abholen. Route eingezeichnet. Also wenn wir jetzt einen Moment wach... Also ich glaube nicht. Meint ihr, wir schaffen das? 13 Minuten, 14, 40 Tonnen. 18 haben wir. Im Augenblick läuft die Produktion in engem Tempo. Was meint ihr? Schaffen wir die restlichen 22 in 13,5 Minuten plus etwa 5? Ich glaube ja. Es wird knapp, aber es sollte klappen. Sollte eigentlich funktionieren. Was meint ihr im Chat? 4 Silberbarren-Produktionen haben wir gerade, die alle in Überproduktion laufen. Für 13 Minuten plus etwa 5 bis zur Abgabe. Chat meint nicht einheitlich, aber mehrheitlich, ja, wir schaffen das. Aber klar doch, OWB ist verlassen. Nobby, sehr lieb, aber wir sind schon zweimal gescheitert. Und ich habe hier innerhalb dieses Streams hier, glaube ich, schon dreimal Autosaves laden müssen. Wir machen produziert ein Werk. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, in welchem... Die produzieren alles, was hier läuft, produziert in der Regel nur ein Stück. Bei Arnold. Immer nur ein Stück. Entscheidend ist der Produktionszyklus. Der beträgt ja leider stolz 2 Minuten. Wir haben allerdings Überproduktion drin. Das heißt, falls alles reibungslos läuft, dann wird hier produziert alle 30 Sekunden ein Barren. Ja?
Und wir haben noch Überproduktion eingestellt. Das heißt, wir haben eine extra Produktivität eingestellt von 50%. Das heißt, wir sollten innerhalb von 2 Minuten nicht 4, sondern 6 Barren produzieren. Nicht Quatsch, alle 30 Sekunden, alle 20 Sekunden sollten wir einen Barren produzieren. Im Idealfall, alle 20 Sekunden. Das heißt, in jeder Minute 3. 20 haben wir und dann wäre es ein Klacks. Genau, 3 Barren pro Minute. Unter der Voraussetzung, dass es hier nicht irgendwo klemmt. Wenn es irgendwo klemmt, haben wir ein Problem an der Backe. Eine Silbermine auf einer kleinen Insel hat keinen Straßenanschluss, also im Chat. Kein Straßenanschluss nicht, aber kein Lagerhaus. Oh, lala. Danke dir. Stellen wir es mal in die Mitte zwischen den beiden her. Könnten wir hier auch noch eine betätigen. Arbeitskräfte bei 72. Die Lehmvorkommen werden komplett mit Ziegeleien genutzt. Wir könnten also noch eine Silbererzmine anschließen. Aber das sollten wir im Sommer machen. Jetzt ist die Produktivität drastisch runter und dann können wir das machen. Sparen wir noch ein bisschen Geld. Weil Silber ist nicht das, wo es total klemmt. Schiffe sind unterwegs. Werden die Arbeiter in der Mine der kleinen Insel ausgebeutet? Fragt Dschungelschleichix. Nein. Die werden nur ausgenutzt. Ausgebeutet ist ein hässliches Wort. Ausgenutzt? Ja, okay, ne? Nein, die werden wertgeschätzt. Denen wird gesagt, ihr seid sehr so wertvoll für uns, so unverzichtbar, dass wir euch regelmäßig in den Arsch treten müssen, damit ihr schneller arbeitet. Das ist eine Form der Wertschätzung. Ja? Frag unsere Chatmods. Die wissen, was ich meine. Die können dir aus dem Nähkästchen berichten. Oh, was kommt jetzt rein? Ah, angekommen. Reinladen mit den Steinen. Wir könnten auch die Bretter mitnehmen. Was brauchen wir denn hier vorne? Auf der Hauptinsel. An Baumaterialien eigentlich gar nichts, wenn dann eher Steine. Wir nehmen mal die Steine mit auf Vorrat. Nehmen mal die Bretter mit auf Vorrat. Gehen runter und hier vorne hin. Segel setzen. Und das andere Schiffchen Kelch ist hier vorne. Erz bitte einladen. Wir könnten auch. Ja, Holz ist hier in rauen Mengen. Wir nehmen mal das Rohholz eventuell mit hier drüben, ne? Wie viel Roh. Was sind das hier? Eine Fischsuppenküche, die pausiert. Okay. Weil wir in rauen Mengen Fischsuppe herstellen, ne? Ja, alles gut. Produktion läuft überall gut, ne? Etwas zu wenig Zucker, da müssen wir drauf achten. Ach, wir können die. Wir können mittlerweile die Bewässerungsgräben wieder auf groß machen. Das müssen wir sofort machen. Die können wir verlängern hier. Geringfügig. Ne, die sind 2 zu lang, okay. Und im Reservoir hier, da können wir die verlängern. Das machen wir mal. Hier geht's rauf. Dann können wir hier das wieder entlang ziehen. Lücken füllen. Hier runter. Schön die Lücken füllen. Hier lang bitte. Alles gut. Ich überlege mir sogar, ob wir noch eine Kautschukplantage hier hingesetzt bekommen. Aber ich glaube im Moment nicht. Hier können wir noch ein bisschen tricksen. Klasse.
Nee, das geht nicht, weil wir hier ein bisschen schief gebaut haben. Nee, das ist schon voll. Oh, er fährt gerade 7 Teile ein, Leute. Kann das sein, dass wir das Kautschuklager hier voll haben auf der Insel? Fast voll. Schiff! Kautschuk an Bord bitte nehmen. Es wird langsam Zeit für die ersten Handelsrouten. Ja? Ich glaube, es wird echt Zeit langsam. Einmal zurück hierhin. Oh, wir müssen eine Entscheidung treffen, Leute. Ich speichere einmal ab, bevor wir die treffen. Achtung, jetzt kommt eine wichtige Entscheidung. 41.000 auf der hohen Kante. Zeit der Aussaat. Der Bauer sät auf seinen Feldern aus, erntet die Früchte, der Mann sät Gefallen aus und erntet Wohlwollen. Wir können einem Bewohner helfen, der Unterstützung braucht. Es läuft im Augenblick gut. Wir geben einem irgendetwas und bekommen irgendein... Oh Gott, eine Krankheit. Scheiße. Wir können mittlerweile Hospitäler bauen und das konnten die Kotler vorher noch nicht bauen. Auch nicht, die sind betroffen, so ein Mist. Wir müssen irgendwo Platz schaffen, in der Mitte. Jetzt ist alles schon befallen, wir können es nur noch an den Rand setzen. Hauptsache steht überhaupt irgendwo eines. Aber wir haben überall die Ecken schon zugebaut. Wir müssen 2 bauen, eines hier, die reißen wir nachher wieder ab. Und ein zweites können wir hier noch was wegreißen. Hier können wir was wegreißen. Eines hierhin. Krass, die konnten wir erst seit kurzem bauen. Die konnten wir eben noch nicht bauen, die Hospitäler. Da haben wir irgendeine Bevölkerungsschwelle überschritten. Wow. Das ist jetzt echt heftig. Wir müssen anfangen, Arbeitsplätze, vor allem die Journaleros sind betroffen. Wir müssen davon anfangen, alle überflüssigen Arbeitsplätze, von Gütern, die wir im Übermaß haben, stillzulegen. Wir haben Fischer im Übermaß. Wir kommen hier nicht weiter ohne mehr Leute. Alle Fischereien werden lahmgelegt. Wir haben was im Übermaß? Zuckerrohr. Eine Zuckerrohr-Afienda. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Die pausiert schon, ne? Nee. Ja, jetzt pausieren alle. Was haben wir sonst im Übermaß? Mais und Ziegen können wir nicht lahmlegen. Ziegen brauchen wir. Wir brauchen den Mist. Mais können wir lahmlegen. Ich tapp mich mal durch. Jetzt ein bisschen besser. Was haben wir sonst im Übermaß? Baumaterialien. Holz. Alles rund um Holz wird lahmgelegt. Oh, jetzt bin ich auf einer anderen Insel gelandet. Scheibenkleister. Ich bin weiter getappt auf eine andere Insel hier, ne? Ist hier irgendwas... Habe ich hier versehentlich irgendwas pausiert? Nee, ne? Habe ich hier irgendwas pausiert?
Auch nicht. 139, jetzt sind die Holzfällereien als nächste dran. Weil Holz haben wir im Insellager genug. Das ist eine andere Insel und wieder retour. Reicht immer noch nicht, aber wir nähern uns dem Ganzen. Welche Konsumgüter haben wir im Überfluss? Im Lager, nicht in der Produktion. Tortillas. Alle Tortillas werden bitte blank gelegt hier. Das waren Tortilla-Küchen. Wo hatten wir die denn stehen? Wo stehen unsere Tortilla-Küchen? Da. Was hier in der Rumbrennerei? Die, ach komm, wir legen die auch mal stellen. Ja, jetzt haben wir genug. Jetzt die, wir müssen uns noch um die Obreros kümmern, aber ich hätte gern so eine Küche. Das sind die Küchen, das sind die Rumbrennereien. Die haben wir alle wild verstreut überall. Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Wo haben wir die denn hingestellt? Tankhof produziert Treibstoff, den wir im Augenblick nicht nutzen. Den legen wir mal still. Sind wir bei minus 79. Bei den Obreros. Fischsuppenküchen, das sind sie. Einmal hier. Bei Fischsuppen, ja, einfach nur 24, das kann ich machen. Die muss laufen. Ziegel haben wir genug, im Augenblick bauen wir nicht. Die legen wir mal komplett. So ein ganzes Ensemble legen wir hier mal leer. Jetzt haben wir in Ruhe haufenweise wieder Journaleros. Was können wir bei den Obreros noch machen? Wir gucken mal, ob die Hospitäler, die wir mittlerweile ja gebaut haben, ob die schon so weit sind, dass die Freiwillige entsenden können. Noch nicht. Immerhin stehen sie aber schon mal und fangen an zu arbeiten. Was können wir bei den Obreros noch freilegen? Das, die meisten sind leider in der Silberproduktion drin. Mist. Wo haben wir Obreros überhaupt drin? Wo haben wir Obreros drin? In welcher Produktionskette, die wir gerade nicht brauchen? Das sind fast überall Journaleros. Wir können das Silbererz mal stoppen, aber das waren auch schon mal Leros, ne? Stopp mal die Mine hier, die ist eh überschwemmt. Da mal ein Puffer. Leute, wisst ihr das auswendig? Wo hatten wir? Wir können einfach mal alle Gebäude schnell checken. Hier, Tortillas in rauen Mengen. Aber das trifft auch nicht die Obreros. Ah, ich weiß, wie wir das rauskriegen. Wir klicken ein x-beliebiges Obrero-Gebäude an und checken das mal bei den, hier, Segelschiffwerft. Nee, die läuft immer nur, wenn man ein Schiff baut. Wir checken das mal bei den Arbeitspensumseffekten. Da sehen wir das. Ach, das sind auch schon Aleros. Hier, ein Koksofen. Auch schon Aleros. Wo sind denn unsere... Hier, bei den Silbermünzen-Geschichten kann man das checken. Den Tankhof. Der, da können wir rangehen. Scheibenkleister. Alle Obreros, die Fischküchen, die können wir alle stilllegen. Fischküchen und Tank und Tankhof, sonst nichts. Boah, ist das bitter. Ich meine mal 37. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Wir legen die Fischküchen und die... und den Tankhof still. Der Tankhof war hier oben. Hat
hatten wir den nicht gerade schon stillgelegt? Ja, ne? Tankhof ist schon, es ist nur einer. Wo sind unsere Fischküchen? Da vorne, zwei Stück. Die lege ich mal still. Auch wenn das, wenn das alle geht, haben wir ein Problem. Jetzt plus eins bei den Obreros. Mann! Es läuft, wir haben alle stillgelegt bei den Arbeitsplätzen der Obreros mit Ausnahme der Silberproduktion. Müssen wir abwarten, bis die Krankheit weg ist. Wir können noch in den Hospitälern keine extra Arbeitskräfte losschicken. Das geht erst. Ist nicht möglich. Zweimal gebaut von den Hospitälern. Die Seuche geht langsam wieder runter. Langsam wird's besser. Hi, Black Pingo. Subi, danke fürs Abo. Despair, danke auch an dich. Sieger, danke. Grontor, danke. Na, die Zufriedenheit geht eigentlich. Jetzt müssen wir etwas uns gedulden und wenn das mit den Jorneros hochgeht, können wir auch die Sachen wieder hochdrehen. Können wir eigentlich auch jetzt schon. Wir checken mal die Schiffchen. Ach, wir haben immer noch das Event hier. Das können wir nicht machen. Wir haben keine Kaugummis, die wir geben können. Also im Augenblick läuft es gut. Wir erweisen irgendeinen Gefallen und bekommen irgendwann einen unbekannten Bonus zurück. Weil im Augenblick, auch wenn wir gerade im Katastrophenmodus sind, läuft es eigentlich gut. Wir müssen Schulden für ihn eintreiben. Das machen wir gerne.